Ratten, die Überbringer der Toten oder der schwarzen Pest. Ich hoffe, dass mit der Cam passt. Lass uns überraschen. Aber ich denke, ich bin in der richtigen Position. Auf nach Frankreich! Vive la France, wir lieben Franz. Wieder das Audio umgestellt. Okay, jetzt gehen wir erst einmal nochmal in die Optionen. Ich hasse es, wenn er die Sprache automatisch umstellt. Textsprache Deutsch. Er merkt sich das nicht. Das regt mich auf. So. Jetzt also mal auf Deutsch. So. Schön gemacht. Jetzt mal umgucken. Schön. Also da könnte ich es auch aushalten, ganz ehrlich. Ich meine, vielleicht ein bisschen mehr noch, aber... Ja. Eine Burg. Sehr geil. Da will ich hin. Ja! Also gut. Okay. Mal schnell. Gut. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Die Schweine können nicht schwitzen. Schweine haben keine Poren. Oh Mann. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Jupp. Na gut. Okay. Aber oh, es sieht echt schön aus hier. Der Heimtückische dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Ach nö. Ja, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Schnapp ich euch. Nein. Die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. So, Tutorial Time. Wo ist er? Das wollte keiner wissen. Okay. Echt? Ich habe anfahren lassen. Seid ihr da? Wo könntet ihr sein? Da hinten ist er. Es ist schön, dass es angezeigt wird. Jetzt soll ich mich an die anschleichen. Okay. Wieso, wenn du hochgehst auf die Treppe, ist es dann so schlimm? Ihr seid gewitzt, aber ich werde euch trotzdem finden. So. Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Hat er uns jetzt entdeckt, oder was?
Das will keiner wissen. Nein, der ist noch da hinten. So. Ha, erwischt. Torres, grüße dich. Wir waren gerade ein bisschen Tutorial-Time. Bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Okay. Torres, wie geht's dir? Hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Hast du auch gerade schon gesagt. So. Achso, da darf ich nicht hoch, oder? Ah, okay. Ja, ganz gut, ganz gut. Ein Bänderriss und ein Bänderanriss, aber sonst alles tutti. Da darf ich nicht hoch, okay. Sonst geht es mir eigentlich echt gut. Kann nicht klagen. Und jetzt mit euch hier auf der Totenmesse. Ich freue mich. Zocken ist immer so ein kleines Highlight der Woche. Oh, darf ich da hochklettern? Nein, nein. Du darfst da nicht hoch. Du kannst dir wehtun. Ja. Ja. Okay. Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Ist so gut, dass du kein Anwalt bist. Warum? Wow, so schön. Das ist echt schön. Und hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze. Wenn du nicht klagen kannst. Au. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, Autsch. Feindliche Schiffe. Oh Mann. Okay. Nein, schnell. Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Fatsch. Ja, der war flach. Oh ja. Nice. Lässt sich schön steuern. Die Schleuder ist euer. Ja, Larry. Na, wie geht's dir? Naja, genervt. Warum? Ich mitspielen darf. Ja, aber ich kann dir auch ein paar Steine an den Kopf werfen. Ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tonor? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Gegen die Armee des Zauberers. Los, kämpfen wir. Ja, ich versenke sie. Stark für sie. Soldat Tonor, feuer weiter die Kanone ab. Ja, wir treten ihn in den Arsch. In den bösen Arsch. In den bösen Arsch. Ruhig, ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Wie kleine Teufelchen? Wie große Teufelchen? So, verpasst ihn den Gnadenstoß, Tonor. Oh, jetzt kommt's. Jetzt passiert was. Hatte was bestellt und extra auf den heutigen Tag gelegt. Boom, Kanonenschlag. Das ist nice. Also nicht nice. Jungs, zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest?
Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Das ist Kacke. Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tino. Er war sehr nett. Ja, strange. Mein König, der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. Ist dann wenigstens raus, wann das kommen soll? Du bist ein toller Kapitän. Und Tonor war toll. Das war er, ja. Ja, Post und Pakete kommen überall fast zu spät. Muss aber sagen, ich hatte bis jetzt Glück, weil ich habe mir zum Beispiel, um irgendwann demnächst mal was im Stream einzurichten, zum Beispiel hier den Heartrate-Monitor für Puls im Stream einzubinden, bestellt. Kam pünktlich. Dann hatte ich mir ein Buch über Gaming-Wisse. Ja, darf ich auch mal reden? Ja, irgendwann wirst du groß und dann hast du Freunde. Dieses Mal nicht. Alles wird anders. Ich weiß es. Ja. Buch über Gaming-Fakten so bestellt. Das kam heute an, wie bestellt. Mein Paketband auch. Also bis jetzt, muss ich sagen, hab ich davon nichts mitbekommen. Zum Glück. Zum Glück. Warum kann ich da noch nichts machen? Mensch. Tutorial rum oder was? Ah, mit Leertaste kann ich jetzt auf einmal doch klettern. Komm, hoch mit dir. Okay. Naja, eigentlich heute. Eigentlich sollte es Dienstag kommen. Aber ich war ja nicht da. Warum habe ich also Freitag gelegt? Ist ein neues Mic und Stuff. Oh, nice. Was hast du dir denn gegönnt? Hau raus. Was hast du dir gegönnt? Sag jetzt bitte nicht das Schuhe, weil dann werde ich sauer. Wir müssen da hochklettern. Weil das ist schon nice. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Boah, das sagt meiner Frau aber nicht. Irgendwann schaffe ich das. Und hepp, alles klar. So, Tutorial Time. Da hat sich der kleine Maschine aufgelöst. Das ist riesig. Was meinst du? Oh ja. Na klar, ich bin bereit. Jetzt. Angriff! Angriff! Wenn jetzt leider auch öfter, da kamen 2-3 Tage die Meldung, dass es wegen Stau, Überschreitung, Arbeitszeit und Ähnlichem verschoben werden muss. Ja, okay, das ist Kacke. Das ist Kacke. Und er hechelt vor sich hin. Das ist schon bitter. Ich meine, klar, ich meine, die können auch nicht mehr als arbeiten, ne? Und wenn keine Leute rankommen, Mann, was sollen wir tun? Ist schon blöd. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Okay, wir müssen hintergehen. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Entschuldigung, dass ich da bin. Ich spüre das Böse um uns. Hallo? Eigentlich Schuhe ist im LB. Aber ein Kollege hat es geschafft, für die Hälfte des Preises mir Nutzenrost zu bekommen. Daher Quark Nano Control 2, Elgato XLR und das Rode NT1A. Na, nice. Das ist mal schöne Ausbeute. Ich hätte dann gerne bitte einen 6-seitigen Bericht, wie das Ganze so harmoniert und userfreundlich und so weiter. Ne? Danke. Ich meine, ich bin mit meinem Rode NT-USB sehr zufrieden, aber auf irgendwann möchte ich auf die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Genau. Genau das umsteigen. No? Auf XLR-Anschluss und so weiter. Wow. Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Hab doch einen Dachschaden, mich so zu erschrecken. Ja, Amicia. Hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Sein... Wir einfach vorsichtig. Ich wollte euch größer, aber ich muss zugeben, dass ich erstmal klar anfangen kann. Das riecht wie ein Feuer. Ja. Ja. Kleiner Anfang auf jeden Fall.
Und man sollte sich auch an die Sachen irgendwie gewöhnen, aber... Ja. Ich persönlich möchte irgendwann auf jeden Fall Mischpult und alles nutzen. Einfach um alles hier zu haben und hier am Regler zu drehen. Körbe, das sind Oh. Kunststücke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wow. Leise. Das war, eine heiße Geschichte hier, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Es war vielleicht ein Unfall. Naja, klar. Wo sind denn die Leute? Ein Unfall, dass die halbe Burg oder die ganze Burg ausgebrannt ist. Einfach mal die Kerze vergessen auszublasen. Natürlich. Ich meine, ja, das kann vorkommen. Aber nicht in dem Ausmaß, tut mir leid. Oh. Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Lauf! Ja, genau. Kommt zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Oh, nein, nein! Komm! Ihr sitzt fest. Hier! Wir müssen einen Ausgang finden. Hier lang, da passt ihr nicht durch. Schnell! Ja. Runter, schnell! Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Was geht denn hier ab? Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Was seid denn ihr für... überlegen sollen, bevor du uns beförderst. Aggressive Idioten. Nein, den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Yep. Okay. Bleib im hohen Gras und geduckt. Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. Jetzt drüber. Los! Die werden uns töten. Okay. Weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt. Scheiße, nein. Amicia, das Haus. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Okay, krass. dadurch kann ich mit Hilfe von... Nice. Und für den Stream und allein Fader zu haben, um Spotify einzustellen. Luxus. Oh ja. Definitiv. Das ist es halt, wenn du über die ganzen Fader deine ganzen Spuren einstellen kannst. Na, wie du es gerade brauchst. Im Intro ein wenig lauter und dann da ein wenig leiser. Super, das ist Luxus pur. Ich meine, du kannst es auch in OBS und alles, aber es ist halt alles CPU-Leistung, die du halt herschenkst. Matthias. Ist mir scheißegal. Ich. Was soll's? Ich mach schon. Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Werfen, du kannst Geschosse mit der Hand werfen, leise. Du Spinner. Ganz ruhig. Ich wollte doch nur arbeiten. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg! Schnell jetzt! Ich hab was gehört. Eindringlinge! Wenn wir beim Wagen sind! Verdammt! Wow! Okay, Amicia ist gestorben. Das war wohl zu heftig.
Und vor allem, man muss die ganze Zeit herumtappen. Ja, absolut. Wenn du hier einfach nur kurz mit dem Finger zack, zack, zack. Super. Wenn du nicht hier immer alt-tapp und hin und her und her und hin, ist es halt einfach einfacher. Aber es frisst halt ein bisschen Einarbeitungszeit. Aber das stört mich jetzt persönlich nicht. Okay. Matthias, mir ist schlecht. Ja, das geht schon. So, Tutorial Time. Ja. Jo, gerne. Ich freue mich immer über ein bisschen Input. Ekelhaft, hier ist alles tot, alles voller Leichen. Okay. Beim Wagen? Bei welchem Wagen? Da oder was? Okay, bleibt er jetzt da stehen oder nicht? Fragen über Fragen. Oh, sieht fast so aus. Nee, einfach nur sneaken. Ganz viel sneaken. Richtig schön leise und ab ins Rapsfeld. Oh, so viel Raps, die ganzen Dieselfahrer werden gerade neidisch. Oh Mann. Ein Bett im Rapsfeld. Das ist immer frei. Denn es gibt Diesel. Und was ist schon dabei? Ein bisschen CO2. Okay. Ja, fast, aber hat uns nichts gefehlt. Was ist denn hier alles los? Was ist denn das? Was ist denn hier los? Was sind das für Kollegas? Ist ein Topf aufgehoben. Lieber mal darunter. Okay. Ach, das Krabbeln haben sie jetzt nicht gehört, ne? Ganz klar. Okay. Bisschen sneaky. Hier geht es raus. Hier geht es raus. Hier geht es raus. Ich sag's dir. Hugo kann einige halte Alt gedrückt und Optionen einzublenden. Okay. Sehr nett. Hört man auch nicht. Haben Sie Tonor gefunden?
Hört man auch nirgends. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Na, der gehört zu der Truppe wahrscheinlich. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass der Kleine zu der Truppe gehört. Möglich, ne? So. Okay. So, dahinter oder da hoch? Dahinter oder da hoch? Nochmal dahinter. Looten, wenn es geht. Nein. Mann. Denkst du, du gehst richtig? Nein, falsch. Geh mal lieber sneaky, weil nicht, dass da doch irgendwo einer versteckt ist und dann so, ey, und dann tot. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Das Tor da hinten? Beim Schwein? Immer eine gute Idee. Schweine sind ganz leise. Rauf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir. Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Ja, natürlich. Wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und ich tausch mich. Oh Mann. Der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Schön in den Magen. Reg ihn nicht auf, das ist, glaube ich, ein Fehler. Der Spielsound ist extrem leise. Echt? Okay. Danke. Trigger ich nach. Bei nächster Gelegenheit. Spielsound. Zack. Einfach die Gesamtlautstärke mal auf 90. Okay. Ich mach's mir einfach ein bisschen leiser. Das ändern wir. Amicia? Besser? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein. Oh. Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Das war so ein Phönix. Warte auf mich. Und wir sind, glaube ich, in seinem Kopf. Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Was ist mit dem Kleinen? Der Kleine ist krank. Was genau? Das erfahren wir noch. Aber er ist krank. Er hat irgendwas.
Aber was genau? Ich muss zurück. Kriegen wir noch raus. Ich muss zu Amicia und Mama. Ja. Sind wir schon auf dem Weg. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, ein Phönix. Ein Phönix, mitten in Frankreich. Sind wir bei Harry Potter oder was? Was? Wo bin ich hier? Amicia? Mama? Sehr geil. Lukas? Wo seid ihr? Mir geht's schlecht. Ob das schlecht ist, wissen wir noch nicht, aber du veränderst dich. Nein! Es tut weh. Sehr unglaubwürdig. Der wäre schon normal längst in irgendeiner Pfanne. Bitte! Bitte! Der Vogel oder der Kleine? Na komm, lauf. Das ist schon ein Grund, warum wir hier sind. Hilf mir! Ein Vogel, ein Phönix in der Pfanne, das will ich sehen. Such sie! Hilf mir! Hilf mir! Eieiei. Nein! Nicht das! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Bei den Franzosen. Wäre ich mir da nicht so sicher. Was willst du denn? Du bist so laut. Er will, dass du ihm folgst. Ich komme ja. Ich glaube, zur damaligen Zeit, wenn sie Hunger hatten. Okay. Wer will das schon? Ganz ehrlich. Ich finde die Story halt sehr interessant. Das heilige Wasser. Es geht wieder weg. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Wo kommt der Phönix her? Ja, mit einem Freund. Fängt schon mal sehr strange an. Fängt schon mal wirklich sehr interessant und strange an. Aber dass da auf einmal ein Phönix auftaucht, Respekt. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War's wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die Rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten. Ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Aber ist doch alles sehr strange, sorry. Wir haben gegen die da gekämpft. Und dann das. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo. Guten Tag. Ist alles in Ordnung?
Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah, nein, wartet! Ah. Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass sie mich denn wischen! Das war so klar. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Nein, weiter. Bleib unten. Augen offen halten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. So, ich habe natürlich meine Schleuder nicht. Könnte jeden Moment auftauchen. Augen auf, Eindringlinge. So. Der Wagen. Sie brauchen dich. Öko braucht dich. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht aufgeben. Die müssen noch irgendwo hier sein. Ohne dich sind sie tot. So. Okay. Ich finde euch schon noch, Feiglinge. Das sind bestimmt die. Ja, sind die. Definitiv sind das die. So. Kommt raus! Ja, das frage ich mich auch, wo ihr gerade seid. Das waren die. Sie sind ganz nah. Du gehst jetzt mal da weg. Ich muss da runter. Ihr seid das bestimmt. Hier drüben! Schnappt sie! Siehst du das Gras? Ich glaube, da sind sie. Ach komm. Der war doch weit weg. Mehr hast du nicht drauf? Ach komm, lauf halt weg. Neustart von Kontrollpunkt. Lauf doch einfach weg. So. Okay. Jetzt hat's geklappt. So, schauen wir mal, wie der sich bewegt. Wie lange er da hinten bleibt. Muss er nur so lange warten, solange er nach hinten schaut. Okay. Und da kommen wir nicht vorbei. Das heißt, er muss da nach hinten gucken. Na komm. Beweg dich. Das reicht mir, das Zeitfenster. Da unten, ja. Ich sehe sie. Sie ist hier. Nein, du brennst alles nieder. Was zur Hölle? Egal. Du hast meinen Sohn ermordet. Schwur. Nein. Schwerbehindert oder was? Lauf. Definitiv schwerbehindert. Rein da. Wow. Ja, du bist tot, du Vollidiot. Von wegen hier Kick und alles. Na los. Ja, wohin? Sie leben noch. C. Der Wagen, meine Schleuder. Ja.
Ich kriege jetzt mal meine Schleuder. Na los, ja. Zurück. Okay. Bam. Ihr seid Eindringlinge. Ja. Mistkerle, ihr musstet. Du kannst Gegner eliminieren, den du deinen Schleuder auf den Kopf zielst. Ja. Und Jesse. Das habt ihr jetzt davon. Ach komm. Schlag ihn halt einfach. Auch ich sehe ja nicht, dass der von rechts kommt. Du musst halt reagieren und ausweichen. Mein Gott. Fliege wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene, oder wie war das? Na komm, stirb. Das hast du nicht kommen sehen, ne? Das hast du nicht kommen sehen. Arsch. Kann man die looten? Ja, ihr versteckt euch garantiert. Sie sind hier drüben. Macht schnell. Da! So. Okay. Sehr schön. Nach Möglichkeit looten, was geht. Gleich hab ich euch. Hab sie! Hier halt die Klappe. Ihr habt euch gerade selbst verraten. Echt? Und was bringt's dir? Ist tot. Vollidiot. So, sage tschüss für heute. Euch noch einen schönen Torres. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Genieß dein Wochenende, ruh dich aus. Und hab Spaß. Das ist das Wichtigste. So, kann ich hier durch? Hier lang, schnell. Und dann kommt einer und zieht dich zurück, ne? Mutter, komm, oh, nein. Direkt, genau. Verzieh dich. So. Halt! Mutter, ich komme! Ist dein Kind schnell! Dein Körper schont sie! Bitte! Ja, bin schon unterwegs. Hab ruhig, der muss treffen! Sie fährt zur Hölle! Und du mit ihr! Bam! Schön in the face. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Hm? Haben sie angelogen, ne? Von wegen, ja, er ist da umgekippt und bla 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 bla.